Wir haben Verteidigungsminister Norbert Darbosch zu uns ins Volatil-Studio eingeladen, um über die anstehende Volksbefragung zum Thema Wehrpflicht, ja oder nein, Abschaffung oder Beibehaltung zu diskutieren. Herr Bundesminister, in Umfragen spricht sich die Mehrheit derzeit für die Beibehaltung der Wehrpflicht aus. Sie selbst gehören zu den vehementesten Kritikern des bestehenden Systems. Wie gut schätzen Sie Ihre Chancen ein, dass die Volksabstimmung am 20. Januar tatsächlich in Ihrem Sinne ausgehen wird? Ich schätze die Chancen gut ein, denn vor allem sehr viele junge Menschen zeigen auch Verständnis und signalisieren mir, dass sie für die Abschaffung dieses Zwangsdienstes sind. Es wird die Frage sein, ob die dann auch hingehen zu dieser Abstimmung, und ich rufe alle auf, auch hinzugehen, denn es geht um die Sicherheitspolitik Österreichs, und ich bin der Meinung, dass das neue System effizienter, professioneller ist und vor allem auch dafür sorgt, dass junge Männer keinen Zwangsdienst mehr absolvieren müssen, sondern dass wir uns auf Berufssoldaten verlassen können in der Sicherheitsfrage und die Kompetenzen sowohl im Katastrophenschutz als auch im Auslandseinsatz besser bewältigen können als mit dem jetzigen System. Sie haben die Wahlbeteiligung schon angesprochen, das ist tatsächlich ein Thema. Laut Umfragen werden nur ungefähr ein Viertel der Österreicher tatsächlich teilnehmen an der Befragung. Abstimmung ist es ja keine. Warum müssen wir überhaupt über ein Thema abstimmen, das offensichtlich nur die beiden Regierungsparteien interessiert? Es ist so, dass wir 21 Staaten von 27 Staaten der Europäischen Union haben, die schon umgestellt haben auf ein Berufsheer. Ich habe nach langer Analyse und auch Beobachtung in anderen Staaten wie Schweden und Deutschland, die erst unlängst umgestellt haben, erkannt, dass es das bessere System für Österreich wäre, ein Berufsheer einzuführen. Der Koalitionspartner hat sich entgegen früherer Meinungen quergelegt. Deswegen ist Österreich das erste Land, das eine Volksbefragung zu diesem Thema macht, und es ist überhaupt die erste Volksbefragung in Österreich. Und ich finde, dass es ein guter Zeitpunkt ist, erstens, und zweitens auch eine gute Möglichkeit, direkte Demokratie auch zu leben. Und deswegen sehe ich überhaupt kein Problem am 20. Jänner. Ich bin auch der Meinung, dass mehr Menschen hingehen werden, als jetzt in gewissen Umfragen publiziert wurde. Ich würde jeden aufrufen, das ist eine ganz wichtige Frage, nicht nur für die Jungen, sondern für die gesamte Bevölkerung, sich auch an dieser direkten demokratischen Entscheidung zu beteiligen. Reden wir kurz über Ihre konkrete Vision für das Berufsheer in Österreich. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Sie beabsichtigen, die Anzahl der Berufssoldaten zu kürzen von 12.700 auf 8.500. Sie möchten die Zivilbediensteten von 8.400 auf 6.500 ebenfalls reduzieren, und dann fallen 22.000 bis 23.000 Grundwehrdiener jedes Jahr weg. Wie wollen Sie jetzt mit dieser wesentlich geringeren Mannstärke die gleiche Qualität für Österreich sicherstellen? Wir hätten keine geringere Mannstärke, weil wir die Zeitsoldaten von 1.600 auf 7.000 erhöhen würden. Also wir würden mit einem Mischsystem von Berufssoldaten, Zeitsoldaten und Profimilizsoldaten, 9.300 an der Zahl, dafür sorgen, dass 11.000 Männer pro Jahrgang, pro Durchgang im Jahr insgesamt 22.000 junge Männer auf diesen Zwangsdienst verzichten könnten und könnten die gleiche Qualität bzw. bessere Qualität bieten, weil wir Profis hätten, die eine bessere und längere Ausbildung hätten, die sich auch über einen gewissen Zeitraum an das österreichische Bundesheer binden würden, 3 Jahre, 6 Jahre, 9 Jahre, damit in den Zivilberuf zurückkehren. Das würde eine Durchmischung der Altersstruktur beim österreichischen Bundesheer bedeuten und würde einen Wegfall eines Zwangsdienstes ermöglichen. Also wir hätten die gleiche Mannstärke wie im jetzigen System mit einer höheren Qualität, weil wir längere Ausbildungszeiten für die Zeitsoldaten und für die Profimilizsoldaten hätten. Also ganz genau die gleiche Mannstärke wird es ja nicht sein. Wir haben jetzt schon 1.600 Zeitsoldaten, dann, wenn Sie es durchsetzen, sind es um die 7.000. Es fallen aber 22.000 Grundwehrdiener weg. Also ganz geht sich die Rechnung nicht aus. 11.000, also man muss immer die Hälfte rechnen, weil ja die nur 6 Monate beim österreichischen Bundesheer sind. Und wir dann geht es auch nicht aus. Wir würden 23.000 sogenannte beorderte Milizsoldaten im System haben. Wir haben gemeinsam mit der ÖVP beschlossen, in der sogenannten Bundesreform 2010 55.000 Mann Mobilmachungsstärke und Frauen natürlich auch. Und das würde im neuen System genauso gewährleistet sein wie im alten. In Vorarlberg haben wir immer wieder das Problem mit Naturkatastrophen, Hochwasser, Lawinen, Riesenthemen bei uns. Verstehen Sie, warum gerade bei uns der Widerstand so groß ist gegen Ihre Pläne?
Ich verstehe, dass jedes neue System natürlich auch auf Skepsis stoßen kann. Ich verstehe nicht, wenn der Widerstand am Katastrophenschutz aufgehängt wird, denn das neue System würde gewährleisten, dass wir mehr Pioniere hätten, also mehr Profis im Bereich genau des Katastrophenschutzes. Es hat Katastrophen Galtür gegeben, Hochwasserkatastrophen in Vorarlberg, und die würden mit dem neuen System besser handelbar sein als mit dem alten System, weil diejenigen, die bei Katastrophen dann eingesetzt werden, ob sie jetzt aus Vorarlberg sind oder aus anderen Teilen Westösterreichs sind, eine bessere Ausbildung hätten. Und man kann gewährleisten, sonst würde ich dieses System nicht vorschlagen, dass der Katastrophenschutz in der Mannstärke genauso und in der Qualität noch besser gesichert ist als jetzt. Ein weiterer Knackpunkt in Ihrem Plan sind die Kosten. Es gibt Experten, die bis zu 300 Millionen Euro mehr berechnen für ein Berufsheer im Vergleich zum jetzigen aktuellen System. Wie genau geht sich das aus in Ihrer Rechnung? Wir haben, wie gesagt, weniger Berufssoldaten im neuen System als im alten System. Das heißt, die Kosten würden dort reduziert werden. Wir haben mehr Zeitsoldaten, das sind aber billigere, unter Anführungszeichen vom Einkommen her billigere Soldaten. Wir würden die Profimilizsoldaten entgegenrechnen mit den Grundwehrdienern. Der Grundwehrdienst kostet 200 Millionen Euro im Jahr, alleine an Personalkosten und Kosten, die für Grundwehrdiener anfallen. Und wir würden damit gewährleisten, mit dem Minus auch im Verwaltungsbereich, und das Bundesheer ist kein Selbstverwaltungsladen und Betrieb, sondern es muss ein Betrieb sein, ein Management auch aufgebaut werden, wo mehr zur Truppe geht, dass wir bei den Personalkosten sogar herunterfahren könnten im Vergleich zum jetzigen System und damit in 10 Jahren Einsparungen von 400 Millionen Euro lukrieren könnten. Also jeder, der ein bisschen die Grundrechnungsarten beherrscht, und ich nehme an, auch die Gegner meines Systems können das, werden sehen, wenn sie sich die Gehälter anschauen, dass es und auch die Mann- und Frauenstärke anschauen, dass das neue System nicht teurer ist, sondern billiger als das jetzige. Könnte man sagen, dass Sie die Berufssoldaten durch Dumpingpreissoldaten ersetzen wollen? Nein, aber es ist so, dass wir mit dem neuen System Zeitsoldaten anwerben, die sich eben nur 3, 6 oder 9 Jahre binden. Und es ist klar, dass die billiger sind als jemand, der bis zum 65. Lebensjahr durchgehend eine Berufslaufbahn beim Bundesheer einschlägt. Nur, es wird mir jeder zustimmen, dass ein junger Soldat, eine junge Soldatin mit 25, 30, 35 Jahren physisch besser einsetzbar ist, bei einer Katastrophe beispielsweise, als ein 65-jähriger Berufssoldat. Insofern ist auch hier aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation gegeben, die auch auf Grundlage der Beispiele, die wir in Europa haben, vieler Staaten, die umgestellt haben und das auch sehen, es nicht nur ermöglichen, sondern auch die Gewissheit uns geben, dass das neue System besser ist, effizienter ist und auch jünger ist. In unserem Nachbarland Deutschland gibt es schon ein Berufsheer. Hier gibt es das Problem, dass ungefähr 30% der neuen Rekruten jedes Jahr innerhalb der ersten 6 Monate abspringen. Haben Sie keine Angst, dass es in Österreich ein ähnliches Rekrutierungsproblem geben könnte? Nein, denn hier liegt ein Missverständnis vor. Dieser Abbruch der Laufbahn erfolgt bei sogenannten freiwilligen Grundwehrdienern. Das ist ein Bereich, der in Österreich nicht schlagend wird, weil wir das nicht brauchen. Das ist ein Zusatzangebot der Deutschen. Bei den Zeitsoldaten gibt es kein Abspringen, weil es auch höhere Gehälter gibt und weil man auch eine klarere Auffassung von dem hat, was man zu erwarten hat im Bundesheer oder in der Bundeswehr in Deutschland. Also man darf das nicht vergleichen, denn es ist eine Frage der des freiwilligen Grundwehrdienstes, den es in Österreich ja nicht geben wird, sondern wir brauchen Zeitsoldaten, die gut verdienen und die, wie gesagt, auch eine Perspektive haben, auch dann wieder im Umstieg aus dem Bundesheer in den Zivilberuf. Wir werden für jeden dieser Zeitsoldatinnen und Zeitsoldaten über 30.000 Euro bereitstellen, um auch die Möglichkeit zu bieten, dann die Ausbildung so zu gestalten, dass man dann fließend in einen Zivilberuf übergleiten kann. Und das ist das Idealbild eines Bundesheeres, einer Armee. Denn das heißt, die Menschen kommen aus der Gesellschaft, sind im Bundesheer integriert und gehen dann wieder in ihre zivile Verwendung zurück. Was Besseres kann man sich aus meiner Sicht nicht wünschen. Ich werde die letzten 14 Tage auch nutzen, dafür zu werben. Letzte Frage. Wenn die Abstimmung doch negativ ausfallen sollte aus Ihrer Sicht, werden Sie die politischen Konsequenzen tragen? Sie sind nicht der Erste, der mich das fragt. Ich werde den 20. Jänner im Fokus behalten und bis zum 20. Jänner für mein Modell kämpfen. Alle anderen Dinge werden nach dem 20. Jänner entschieden. Es wird jedenfalls nicht so sein, dass ich das meinen Gegnern den Gefallen tue, das zu einer Pro- oder Contra-Darabosch-Abstimmung zu machen, denn dazu ist das Thema zu wichtig. Es geht nicht um mich, es geht um das Thema
Die SPÖ ist einen Schritt nach vorgegangen, die ÖVP einen Schritt zurück. Ich hoffe, dass dieser Schritt nach vor sich auszahlt, denn er würde dem österreichischen Bundesheer ermöglichen, eine zukunftssichere Planung auch zu haben und dafür zu sorgen, dass Österreich sicherheitspolitisch unter die Top-Nationen in Europa aufsteigt. Herr Minister, vielen Dank für das Interview. Danke.